Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Mein Name ist der Alison Burger. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Na, wir sind jetzt inzwischen schon ein paar Folgen weitergekommen und ich meine, also die letzte Aufnahmesession bei mir ist jetzt schon wieder 3 Wochen her. Ja, ich nehme Skyrim immer so inzwischen Step by Step ein bisschen auf, dann nehme ich auf, lade es hoch. Skyrim ist für mich so ein Spiel, das macht man einfach zwischendurch. Ja, nicht so jetzt jeden Tag dauerhaft suchten, sondern einfach mal so an einem Wochenende hinsetzen und sagen, yo, jetzt habe ich richtig Bock, Skyrim zu zocken. Eigentlich wollte ich gerade eben auf dem Server sein, ein bisschen Gangster-Action machen. Da haben die mir geschrieben, keine Zeit, wir sind Gerichtsverhandlungen. Da habe ich mir gedacht, okay, dann halt nicht. Dann halt Skyrim. Ich war schon Aufnahmen ready, wobei ich festgestellt habe, ich muss wieder zum Friseur. Meine Frisur bleibt nicht sitzen, so wie ich es gerne hätte. Okay, dann sehen wir halt jetzt so aus. Kacke, aber dann ist es jetzt halt so. Heute machen wir sowieso nicht so krasse Action, weil ich erinnere mich, letzte Folge gesagt zu haben, wir müssen mal weiter ausbauen, unsere Butze hier. Und genau das werden wir heute machen. Ich habe keine Ahnung, was ich letztes Mal gesagt habe, wie unsere Strategie ist. Ich meine, ich habe gesagt, wir müssen uns mal die ganzen Zutaten und so einfach mal gucken, was wir dafür benötigen. Ich sehe, wir brauchen als erstes Holz. Ne? Holz, Nägel, Glas, Scharniere. Ah, so ein Eisenbeschläge. Okay. Da können wir ja erstmal gucken, dass wir uns das wieder beschaffen. Ja, als erstes gehen wir Holz kaufen. Das heißt, Moment. Objekte. Gold. 1625 Gold haben wir nur noch. Wieso habe ich so wenig Geld? I don't like it. Wie kann ich nochmal Marker setzen? Sehr kacke. Nee, da reiten wir jetzt mal fix hin. Dann gehen wir dort erstmal unser Holz kaufen. 1600. Das ist jetzt nicht so viel Geld, um ein Haus zu bauen, wa? Müssen wir mal gucken, ob wir noch ein paar Sachen im Inventar finden, die wir verkaufen können. Ah, dann gehen wir jetzt erstmal das Holz holen. Gucken mal, was wir generell noch so da haben. Aber wir müssen, ja, das ist ja auch noch so eine Sache. Wir müssen jetzt auch erstmal, also Holz haben wir keins da, das haben wir gerade gesehen. Dann müssen wir, denke ich, auf jeden Fall gucken, dass wir, ich würde sagen, Eisen bekommen. Und daraus können wir dann Eisenbeschläge und ähnliches machen. Nägel und der ganze Kram, der daraus besteht. Ja, und dann müssen wir halt Step by Step das Ganze einkaufen gehen. Ja, also das ist jetzt erstmal so mein Ziel, dass wir das jetzt. Ach, das stimmt ja. Es wäre jetzt erstmal so mein Ziel, dass wir das Schritt bei Schritt fertig machen, das Haus. Dass wir das zumindest mal komplett 100% ready haben. Das wäre mir jetzt persönlich erstmal noch wichtig. Oh. Das ist auch nicht so un... Okay, wenn wir den jetzt fertig machen. Den machen wir ja easy fertig. Wer bist du? Ja, nehmen wir. Grau mal auch. Heilung. Knallen wir drauf. Genug, ich erlebe mich. Du bist einfach nur ein Kaijit. Ah ja, das gib mal her. Das brauchen wir nämlich. Deswegen haben wir dich überhaupt getötet und sind nicht einfach weggeritten. Drachenseele auf dem Kaijit. Grobgewebe.
Der hat mir aber nicht meine Sachen geklaut, der... Leute, der trägt die ja. Hexenplattenstiefel. Septimus Goma. Ein der Sorilli-Brüder. Okay, gib mal her. Kräftige Ausdauer, geil. Argonischer Blutwein ist 100 wert, deswegen nehmen wir dich mal mit. Objekte. Ja, guck mal, wir haben super viele goldene Diamanthalsketten. Die können wir für richtig Schotter verkaufen. Schild von Iskramur. Ja, wir haben irgendwie richtig wertvollen Stuff dabei, merke ich gerade. Aber wir wollten Hexenplattenstiefel schwer. Wo sind denn unsere? 29. Wir tragen aber aktuell Magiebinderstiefel, Runen verziert. Ja, dann behalten wir das. Deinen. Wächst zu viel, du kannst nicht rennen. Das macht gar nichts. Ah. Ich. Sorry, Pferd. Nee, das gucken wir jetzt nach. Das gibt's ja wohl nicht. Nee. Auto laufen. Und wo kann ich das denn nachgucken? Die Taste vergessen. Oder ist das hier rüber? Ne, nicht Fertigkeiten. Magie. Das können wir erstmal erlernen. Das ist Eisform und Feueratem. Das ist gut. Aber, was ich hier eigentlich wollte, es ist doch möglich... Ah, das wollte ich haben. Ihr Wichser! So, weil das wollte ich nämlich mein Pferd rufen, weil... Lol, hast du das alles dabei? Speck. Ein Eisenbarren, Grunderbarren? Oh. Ein bisschen was haben wir auch dabei. Wie habe ich denn die Wolfnummer beleidigt? Das tut mir leid. Das war so nicht gemeint. Da ist es aus mir rausgerutscht. So. Wir müssen doch irgendwo hier hin. Hier irgendwo war die doch, die Tante. Aber tatsächlich gerade alleine ein Drachenblatt gemacht. Wir sind schon ziemlich stark. Ja, da bist du. Herz. Sucht ihr ab. Fleißig am Bauen, wie? Wir können es. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Fleißig am Bauen, wie? Ich lasse euch die Sachen gleich. Fleißig am Bauen, wie? Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Ich glaube, das reicht erstmal, wenn wir da so 20, also... Ich glaube, das reicht, wenn wir da so um die 60 Holz erstmal... Vielleicht ist das viel zu viel, ich weiß es echt nicht, keine Ahnung. Da bin ich jetzt... Ist ein bisschen doof, dass ich da mich jetzt nicht erkundigt habe. Ihr seid hier. Ich habe hier... Werft einen Blick darauf. So, das ist übrigens auch noch eine Sache, die wir jetzt angepasst haben. Die Leute haben mal Geld. So, und das ist wichtig. Bei mir geht es tierisch auf den Sack, dass die Leute zwar... Also, das ist einfach nur nervig, dass man 30 Händler aufsuchen muss, um den Scheiß zu verkaufen, weil am Ende das Ergebnis ist dasselbe, aber es ist einfach nur nervig. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, komm, Scheiß drauf, wir machen das jetzt ein bisschen pragmatischer. Brauchen wir nicht.
Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Rest will sie eh nicht. Holzverlags behalten wir natürlich. Das behalten wir. Silverhounded Battle Axe. Oh, jetzt ist natürlich die Frage. Mutrat hat 65. Das müsste ein Zweihänder sein. Das ist ein Streit. Ja, dann verkaufen wir die. Stahlkriegsaxt kann weg. Vulkanglas macht 24. Der 21, dann kann der orkische Bogen weg. Und den Rest behalten wir logischerweise. Und dann gucken wir nochmal, was du im Sale hast. Eisenbarren nehme ich einfach mal alle 26 mit. Ja, und jetzt ist die Frage, was brauchen wir noch? Stahlbarren. Das ist ganz gut, wenn wir da auch ein paar mehr haben. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas... Seht ihr, das war jetzt kein Problem, ne? Die hat jetzt alles angekauft, was ich da zur Verfügung hatte. Hat mir ihre ganze Kohle gegeben. Kommt doch mal in so, ich habe es wieder ausgegeben. Fertig. Es ist halt einfach Schwachsinn, dass ich dann jetzt vier Städte aufsuchen muss, nur um... Kaiser. Oh, etwas hiervon, etwas davon. So. Nee. Da? Da. Akatosh. Was tragen wir aktuell? Okay, Akatosh kann weg. Die Bella kann weg. 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 Nein. Kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. So. Das ist auch nochmal problematisch. Der kann weg. Wir sind Agonia, wir können so oder so unter Wasser atmen. Essenzens. Okay, Gift. Entzieht dem Ziel 50 Punkte Ausdauer. Brauchen wir nicht. Magika brauchen wir auch nicht. Anfälligkeit. Das Ziel ist 30 Sekunden lang 40% anfälliger gegen Feuerschaden. Och, behalten wir mal. Man weiß ja nie. Schwaches Gift. Das Ziel ist für 3 Sekunden gelähmt. Ah. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Brauchen wir auch nicht. Skoma. 25 Punkte. Weg damit. Starkes Gift der Erzürnung. Kreaturen und Personen bis Stufe 13 greifen 13 lang jeden in ihrer Nähe an. Behalten. Weg damit. Wundertrank des Krieges. Einhandwaffen verursachen. Wir tragen... Wir werden wir nicht brauchen. Scharmützel... Steigert die Fertigkeit, leichte Rüstung, brauchen wir nicht. Blitzresistenz. Ewigen Magiker. Was? Sowas haben wir? Respekt. 20%ige Feuerresistenz für 60 Sekunden. Geringe Ausdauer. Yo, Magiker, Krankheitsheilung. Heilt alle Krankheiten. Brauchen wir nicht. Haben wir sogar 10 Stück dabei. Wie viele? Alle weg. Das war jetzt 1 Kilo, das wir eingespart haben. Kräftige Ausdauer behalten. Magika, Magika, starke Ausdauer. Schlagen Magika, Zaubertrank der Stärke. Die Trage wird 300 Sekunden lang. Das macht halt keinen Sinn. 300 Sekunden ist eine lange Zeit, aber wir sind so viel länger unterwegs, wenn wir in einem Dungeon oder so sind, dass sich die Dinger nicht lohnen würden. Tarnung. Wir sind sowieso nicht gut im Schleichen. Ja? Wenn wir Stealth unterwegs sind, dann machen die 10% auch nichts mehr aus. Zerstörungszauber. Dafür benutzen wir die nicht zu häufig. Das brauchen wir auch nicht. Kräftigen Ausdauer, ewigen Magiker, Blitzresistenz, Zaubertrank des Heilers. Wiederherstellungszauber, nein. Gegenstände werden 60 Sekunden um 10% stärker verzaubert. Hm. Das
Das hört sich interessant an. Den könnten wir später vielleicht nochmal gebrauchen. Stell 24 Punkte Ausdauer wieder her. Boah, die Tränke sind so schwach. Alle weg. Das Problem ist, die nehmen einfach zu viel Platz weg. Wir gucken jetzt mal, ob wir bei ihm Tränke finden, die deutlich mehr Herstellung wieder haben. Dann nehmen wir lieber die mit. Auch das hier, Feuerresistenz. 13%ig. Wir haben da was mit 20%. Das sind die selbstgebrauten Dinger, die wir haben. Weg, 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 weg. Überall, wo Zaubertrank weg dran steht, kann alles weg. Und die Dinger einfach zu schwach sind. Was sind die selbstgebrauten Dinger, die wir haben? Die bringen mir gar nichts. Boah, die Rollen wiegen ein halbes Kilo. Boah, aber da will ich mich jetzt nicht mit auseinandersetzen. Blutwein und... Komm weg damit, was soll ich damit? Nix. Die nehmen wir mal mit und tun sie zu Hause in Kartonkasten rein. Und ansonsten haben wir hier noch Aquamarin. Ah ne, die will ich behalten. Die will ich definitiv behalten. Unsere Drachensachen behalten wir auch mal. Gucken wir nochmal, was Beletor im Angebot hat an Tränke. Gifte hat er, Zaubertrank der Heilung. Ja, gib her, kleine Heilung. Lohnt sich nicht. Kräftige Heilung. Gib her. Ausdauer, 50 Punkte ist okay. Stärke Magiker ist okay. Nice. Aber ansonsten hast du hier nur Ramsch. Bullshit. Okay, guck mal, was du hier hast. Elschhaut. Brauchen wir eine Elschhaut? Glaub schon. Glas. 11 Stück. Auf jeden Fall. Vasen. Boah, es könnte sein. Horkazahn nehmen wir mal mit. Höhlenbeer nehmen wir mit. Kohlestifte nehmen wir mit. Schneebären. Keine Ahnung. Stroh 14. Ziegenhörner auch Nummer 7. Bitte kommt wieder. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe im Moment zu viel zu tun, um mich zu unterhalten. Ich weiß nicht, ob wir die Sachen brauchen. Aber wir nehmen sie mal besser mit. So, und dann reisen wir mal wieder. Kann keine Schnellreise machen, solange ich überladen bin. Das gibt's ja wohl nicht. Dann nehmen wir hier Ausdauer. Zerstörung. Nee. Schwere Rüstung. Zweihändig. Gucken wir mal, was wir hier als nächstes haben. Mächtige Angriffe, Versklavung, mächtige Angriffe zur Seite. Mit zwei Antreffen alle Gegner vor euch. Was ihre Angriffe 10% lang um 50% verringert. Dieser Effekt hat pro Ziel eine Ablenkzeit von 20 Sekunden. Zur Seite mit zwei Antreffen alle Gegner vor euch. Das ist gut. Das nehmen wir. Dann kommt als nächstes nämlich die Demütigung. Mächtige Angriffe im Stehen, ermüden das Ziel. Was beim Ziel 150 Punkte Ausdauer entzieht und seine Regeneration. Wow! Gegenangriffe mit 200 brechen. Okay, was ist denn hier schlechter? Der 1000 Söhne. Im Kampf verursachten 205% mehr Schaden für jeden Humanoiden oder jedes Tier, das ihr im vorherigen Kampf getötet habt. Dieser Effekt kann insgesamt bis auf 40% aufgewertet werden. Das hört sich eigentlich saustark an. 395 und 408 haben wir aktuell. Belastend. Was? Tag.
Ihr braucht etwas? Müssen wir jetzt echt bis nach ganz draußen schlappen? Reifes Obst und frisches Gemüse zu verkaufen. Boah, das ist ja anstrengend. Okay, irgendwie geht das doch einigermaßen schnell. Und dann können wir nämlich draußen noch einige Sachen ins Pferd reinschmeißen und dann können wir schnell Reisen nach Hause machen. Ja, das ist ein guter Plan, denke ich. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Wenn ich eines Tages eine Taverne aufmache, dann brauche ich mehr Erfahrung. Auf die Taverne bin ich gespannt. Die sponsere ich dir sogar. Mit der Einstellung kann das ja nur gut werden. Komm, so langsam müsste man mal hier draußen kommen. Jetzt kann man nämlich wieder unser Ferdi rufen. Muss ja die ganze Zeit mit den Tastaturen gucken. Mit der Tastenbelegung gucken. Okay. Wenn es darüber nicht geht, wahrscheinlich ist es gerade da und läuft jetzt einfach nur... Ach doch, da kommt es ja. Oh, bist du ein braves Pferd. Wir müssen mal gucken, ob wir nicht langsam mal für dich eine bessere Rüstung finden. So, was haben wir denn, was schwer ist? Eisenbarren, 27 Stück. Ja, die sind schwer. Die sind schwer. Die brauchst du nicht mit dir rumschleppen, mein Pferd. Aus Seeblick? Gerne doch. So, und dann gucken wir jetzt mal. Wahrscheinlich ist wieder Nacht. Natürlich ist Nacht. Wir mögen aber keine Nacht, weil es sieht scheiße aus. Wir machen mal wieder Tag. Hm. Machen jetzt mal ein paar Nägel, Beschläge. Ach, Mist. Das wird jetzt ein bisschen ätzend, weil wir die ganze Zeit rein und rausgehen müssen aus dem Haus. Wir gehen jetzt nämlich erstmal her und ich nehme jetzt erstmal alles. Alles. So, wir sind Maximum überladen. Aber holla die Waldfee. Wir werden jetzt nämlich erstmal alles wieder hier in unserem Haus aufteilen, da wo was hinkommt. Aus Seeblick. Rein da. Gut, und dann gucken wir ja die Truhe, die mögen wir. So, Truhe. Alison Burger. Trankzutaten können alle erstmal weg. Bum, 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 bum. Jetzt wiegen wir nur noch 584 Kilogramm. Ist ja quasi nix. So, aber was brauchen wir denn nicht? Das hier brauchen wir nicht. Drachenknochen. Kann erstmal alles weg. Eine Fackel kann weg. Honigbräukaraffe, die wiegt ja aber nichts. Kann man behalten. Ja. Auch wenn das erstmal nicht viel ausmacht, kann das weg. Sollen wir das hier erstmal reinschmeißen? Ja, komm. Erstmal weg damit, damit wir Platz kriegen. Auch hier. Weiß überhaupt nicht, warum wir sowas dabei haben. Kann da rein. Das kann da rein. Sogar zwei Stück davon. So, wir haben wieder ein paar besseres Gewicht. Jetzt gucken wir doch mal in unserer Truhe, was wir denn eigentlich hier drin haben. Bruchstein, 33. Okay. Venametall haben wir. Ja, Choritin. Oh, auch hier haben wir noch jede Menge Eisenbarren. Die nehmen wir mit. Das hier nehmen wir mit. Ah, wir werden trotzdem wieder langsam sein. 19 Glas nehmen wir mit. Orkazahn. Wir haben 129 Nägel. Ja, dann brauchen wir die ja gar nicht neu machen. Scharniere haben wir 31. Okay, lass mal erstmal gerade gucken, was wir jetzt hier überhaupt in unserem Raum schon alles herstellen können.
Dann können wir da vielleicht etwas gezielter vorgehen. Ja, Fässer können wir jetzt machen. Großes Geweih, Lederstreifen fehlen. Lederstreifen. Okay. Ich merke, wir brauchen definitiv Lederstreifen. Haben wir denn Lederstreifen hier? Lederstreifen. 20 Stück. Und Leder. Nehmen wir mit. Nehmen wir. Gucken wir mal, ob wir damit jetzt was anfangen können. Ja, genau. Das hier haben wir jetzt hingekriegt. Hier. Und auch die Vitrine. Schick, schick. So, wir können jetzt das bauen auf jeden Fall. Eisenbeschläge. Ja, jetzt müssen wir Eisenbeschläge erstmal herstellen. Dafür gehen wir raus an unsere Schmiedewerkbank. Und ja, also erstmal gucken wir, dass wir das Große und Ganze wegkriegen. Und danach gucken wir, dass wir wirklich gezielt dann die restlichen Materialien ranholen. So, Eisenbeschläge, da sind sie. Ausbau. So, wir nehmen 30 Stück mal mit. Ich weiß nicht, ob wir damit schon viel zu viele Ressourcen verschwendet haben. Gute Frage, weiß ich nicht. Das werden wir sehen. So, Haus Seeblick. Was können wir jetzt machen? Oh, wir können eine ganze Menge machen. So, und jetzt sind das noch die Köpfe, die wir hier haben. Großes Leder. Ja, sehr gut. Da können wir dann gleich gezielt vorgehen. Aber ansonsten... Geil. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4. Wir haben hier noch eine Vitrine. Eine Truhe haben wir hier. Eine kleine Vitrine. Hier eine Schatulle. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da sind wir was vorangekommen in dem Raum. Jetzt müssen wir nochmal in dem Raum hier gucken, was wir hier machen können. Orca, Ziege, Truhe. Schloss und Schloss. Oh. Veredelter Mondstein, Seelenstein 5. Also 5er Seelenstein, mächtig und ein Goldbach. Und Schloss benötigen wir. Ja, dann würde ich sagen, wir gucken erstmal hier. Gold, Goldbarren haben wir. Dann. Seelenstein haben wir sogar auch. Und was noch? Mondstein, glaube ich. Oder veredelter Mondstein. Nehmen einfach mal von beiden was mit. Und dann haben wir jetzt hier sogar bei uns im Haus sogar den Arkanen Verzauberer. Ja. Veredelter Mondstein war es. Da ist er. So, jetzt sind jetzt hier noch zwei Truhen. Da benötigt es Schlösser. Wo sind der eigentlich? Der müsste, ach, der könnte wahrscheinlich auch oben stehen oder so. Ja, es ist gut möglich. So, ne? Wir haben jetzt hier unseren Garten. Die Sachen wachsen hier auch. Sehr geil. Oh ja, hier können wir viel machen. Da legen wir auf jeden Fall los. Lehm. Alles klar, wir benötigen Lehm. Ziegenhörner brauchen wir wieder. Okay, die haben wir inzwischen verbraten. Oh, Leute, guckt euch mal, wie voll das Ding jetzt hier inzwischen ist. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, hier fehlt jetzt noch der Kronleuchter. Da haben wir ja einen jetzt. Super. Super, dass wir da jetzt wieder ein paar Sachen hinbekommen haben. Ja, was haben wir in dem Raum hier? Was können wir hier machen? Schmiede am Boss. Sehr gut. Dann können wir jetzt auch hier drinnen schmieden. Vitrine und ein Waffenhalter. Wo steht der Amboss? Da steht der Amboss. Sehr schön. Schloss. Eins. Ah, jetzt brauchen wir noch Korunder. War ja klar, dass wir das jetzt brauchen. Irgendwas fehlt immer. Aber Korunder müssten wir wahrscheinlich sogar noch vorne haben. Dann können wir nämlich schon mal den Tresor hinstellen. Na, wo ist er? Ah, da. Der Tresor ist noch leer. Ja, dass wir aktuell nicht laufen können. Ah, für sowas hätten wir jetzt den Zaubertrank. Der wäre jetzt was gewesen.
So, aber ich glaube, das ist eine gute Stelle, dass wir eine kleine Unterbrechung machen können bei der nächsten Folge. Jetzt einfach weiter dann mit dem Hausbau. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Allison Burger. Ciao.